Was wäre, wenn Son Goku und Raditz zur Erde geschickt worden wären? Teil 71. Piccolo wollte sich lieber selbst töten, als versiegelt zu werden. Nun wussten sie nicht mehr, was machen sollten. Chichi, Gott, ihr könnt doch alles auf der Erde sehen, richtig? Gott, ja, das kann ich. Wieso fragst du? Chichi, hat Piccolo in den 3 Jahren jemals jemand Schaden zugefügt? Gott, nein, ich habe nie etwas gefühlt, dass er jemanden getötet hat. Chichi, so Piccolo, wenn du keinen Schaden anrichtest, lassen wir dich am Leben. Muten Roshi, ist das dein Ernst? Ich meine, es ist immer noch Oberteufel Piccolo, sein Sohn. Chichi, ja, ich weiß, aber böse finde ich ihn nicht wirklich. Piccolo, willst du mich verarschen? Ich bin der Sohn vom großen Oberteufel Piccolo. Wenn ich will, töte ich jeden von euch. Chichi, als du uns besiegt hast, hattest du die Chance aber genutzt. Hast du sie nicht? Dir geht es nur ums Kämpfen, starke Gegner zu haben, da du nun mal auch ein Kämpfer bist. Piccolo, durch deine Worte wird mir noch schlecht. Son Goku, ich glaube, du hast recht, Chichi. Chichi, sag ich ja, er ist nicht böse. Piccolo, ich bin das pure Böse, verstanden? Popo, eher nicht böse sein, das ich wahrnehmen. Son Goku, ich muss Chichi und Popo recht geben und wir brauchen die Dwang Balls, wenn mal etwas passieren sollte. Piccolo hob von Boden ab und sagte, ich halte es hier nicht mehr aus. Und so flog er einfach weg. Krillin, sollten wir ihn wirklich gehen lassen? Son Goku, ich würde schon gerne nochmal gegen ihn kämpfen wollen. Raditz, ich auch, er war wirklich ein sehr guter Gegner. Gott, die Entscheidung ist wohl gefallen, aber ich werde ein Auge auf ihn haben, daher keine Sorge. Und das wäre es erstmal wieder mit einem weiteren Teil. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer beim Däumchen nach oben freuen und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!